Ganz wunderbar. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich total, hier an diesem wunderschönen Herbstmittag mit euch einige Erkenntnisse zu teilen. Und ich habe dazu auch ein paar Bilder mitgebracht, die ich zeigen möchte, einfach um zu sagen, was gibt es denn schon an guten Lösungen? Was können wir machen? Und ja, was können wir auch feiern? Und ich habe letzten Donnerstag Feierabend gefeiert, und zwar diesen Anblick hier, den ihr jetzt seht. Den durfte ich genießen. Das ist eine goldene Birke und die steht vor meinem Balkon. Und es ist einfach wunderschön. Morgens zwitschert es dort, tagsüber kommen ständig tierische Besucher und die suchen dann darin Schatten, Futter, Partner. Und es ist ein wirklich auch schöner Lebensraum. Auch für diesen Dude hier, das sind meine Mitbewohner quasi. Und hat auch noch einige Brüder. Die treffen sich dort regelmäßig, holen sich einen Snack an der Eichhörnchenhaustanke. Und wenn der Nachschub ausgeht, schauen sie auch mal in die Terrassentür rein, wo dann der Tankwart bleibt. Der Tankwart bin ich. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist so ein kleines Paradies für mich, wo ich einfach Kraft tanke, egal wie stressig der Alltag ist oder wie schlecht die Nachrichten sind, die auch immer auf uns einströmen. Dieser Donnerstag-Feierabend, der war einfach nur gut. Und am nächsten Tag schrecken mich laute, heulende Geräusche von meiner Arbeit auf und ich gehe zum Balkon und ich sehe, die Birke ist weg. Einfach abgesägt. Ich stand da ziemlich fassungslos, weil ich mir dachte, ein ganzes Leben, ein ganzer Lebensraum, einfach weg. Ich meine, sowas kannst du ja auch nicht einfach rückgängig machen. Und es gab so einen richtigen Stich, diesen Stich des unwiederbringlichen Verlusts, den man spürt, wenn eben jemand oder einfach etwas auch für immer weg ist. Der Baum wurde direkt zerhäckselt von der Baumschnittfirma, die da dort davor geparkt hatte. Und ich habe ein Eichhörnchen gesehen, was in einem anderen Baum saß und sich das Ganze angeguckt hat, genauso fassungslos wie ich. 50 Vögel, die ganzen Eichhörnchen, klar. Tausende Insekten haben in diesem Baum gelebt und dann musste er weichen. Warum? Konnte mir keiner sagen. Es ist einfach, ja, regelmäßige Hauswartungsarbeiten. Der ist quasi den Systemzwängen zum Opfer gefallen, wie es überall auf der Welt passiert. Und dieser Baum ist einfach nicht allein. Wir haben 420 Millionen Hektar Wald, die alleine seit 1990 in andere Nutzungsformen umgewandelt wurden. Und man kann sich natürlich fragen, ja, was stört uns denn? Dafür haben wir jetzt mehr Häuser, wir haben mehr Parkplätze, mehr Golfplätze. Das Problem ist, ich rede ja hier auch für die Wirtschaft, das kostet. Ja? Makroökonomische Berechnungen gibt es dazu und die sagen, dass zerstörte Ökosysteme uns 6,3 Billionen US-Dollar kosten und damit mehr als 10% des jährlichen globalen Bruttoinlandsprodukts. Warum ist es so? Weil mit den Ökosystemen auch ihre bisher kostenlosen Leistungen verschwinden. Also alles, was wir so für selbstverständlich nehmen. Die Luft zum Atmen, die Nahrung zum Essen, der Schutz vor Überschwemmungen und Dürren. Wir verdanken den funktionierenden Ökosystemen den größten Teil unseres Lebensstandards und unseres Wohlstands. Und durch die Zerstörung der Natur befinden wir uns jetzt im sechsten großen Artensterben. Und die Million Tierarten, die jetzt bedroht ist und bald weg ist, unwiederbringlich. Damit geht auch ein riesiges Potenzial an wirtschaftlichen Möglichkeiten verloren, also ein Billionenmarkt. Oder nehmen wir die wetterbedingten Naturkatastrophen. Die haben sich in Deutschland in den letzten 30 Jahren verdreifacht. Das bringt die Rückversicherer zum Verzweifeln. Und wir sehen, dass unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel total zurückgegangen ist an Waldbränden, Missernten, aber auch die Pandemien sind Konsequenzen daraus. Und das alles führt zur Massenmigration, dass immer mehr Menschen sich auf die Flucht begeben vor diesen schrecklichen Bedingungen. Jede Sekunde flieht ein Mensch vor Dürre oder Überschwemmung. Und bis 2050 sollen es weitere 700 Millionen Menschen werden. Und wenn man sich das alles so überlegt, dann ja, ist es klar, dass alle von Stapelkrise reden. So, wow, we are all doomed, wir sind alle verloren. Und solche Infos machen dann mit uns leider nur eins, nämlich sie hemmen und sie beklemmen. Das ist natürlich ein Zustand, in dem wir nicht besonders aktionsfähig sind. Die Frage ist deswegen, wie kommen wir von wir sind eh verloren zu wir sind noch zu retten? Wie kommen wir von Zukunftsfrust zu Zukunftslust? Ja? Und ich durfte die letzten Jahre dazu viele erfolgreiche Projekte, Unternehmen, Beispiele kennenlernen, besuchen, begleiten. Und möchte einige der Erkenntnisse daraus mit Ihnen und euch teilen, die mich da hoffnungsfroh gestimmt haben. Und die alle zeigen,
Was uns wirklich Lust und Bock auf Zukunft macht, sind vor allen Dingen 5 Bausteine. Das erste ist, ich muss erstmal eine Idee davon bekommen, wie schön wir es haben können, eine Vision. Weil das verändert dann zweitens meine Emotion, also was ich fühle, nämlich von der Angststarre zur Vorfreude und Gestaltungslust. Und dann brauche ich, klar, Observation, Beobachtung. Ich muss schauen, was funktioniert, was läuft bisher schief, wie könnte es gehen. Und um das einzuordnen und auch den Kopf mitzunehmen, brauche ich Relation. Ich brauche Zahlen, Daten, Fakten, die belegen, dass und wie es funktionieren könnte. Und schließlich hilft mir persönlich total die Inspiration, also die Geschichten des Gelingens von ja, Menschen, Organisationen, Firmen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und es geht bei all dem um äußere und um innere Regeneration. Das heißt, die Restauration des Zerstörten bringt uns am Ende die Wiederherstellung der Hoffnung. Denn zerstörte Landschaften können heilen. Das ist zum Beispiel hier das Les Plateau in China. Das wurde gefilmt und fotografiert von einem Freund von mir, dem Dokumentarfilmer John D. Liu. Und der begleitete ein riesiges Renaturierungsprojekt dort und zeigt mit seinen Aufnahmen einfach, wow, es geht. Wir können die Erosion aufhalten. Wir können scheinbar verlorenen Boden wieder fruchtbar machen. Und überall auf der Welt machen solche Projekte und ihre Bilder den Menschen Hoffnung. Hier zum Beispiel in Kenia. Da ist die Organisation Just Dig It dabei, die Vegetation zurückzuholen, indem sie Wasserrückhaltemaßnahmen gestalten, indem durch diese Maßnahmen der Boden wieder mehr Wasser aufnehmen kann. Und es ist ganz klar, wir sind die Generation des Wiederaufbaus. Wir können Böden wieder fruchtbar machen und Wüsten begrünen. Und das geht auch im Meer bei der Wiederherstellung von marinen Ökosystemen. Hier zum Beispiel mit dem Living Sculpture Project in touristischen Gebieten, die in Südostasien sind, in Indonesien und in Bali. Dort werden die Korallen wieder angesiedelt. Und das schafft eine Künstlerin dort, die macht Skulpturen und die Natur erweckt die dann zum Leben. Es sind wunderschöne Bilder von Visionen, die wahr geworden sind. Und hier wächst wieder was, vor allem Hoffnung. Und das funktioniert auch für unsere Städte. Die sind ja heute eher so grau und trist oft, wie der Stuttgarter Marktplatz hier. Aber es geht auch anders. Hier eine Vision davon, wie er sein könnte, aus der Infothek für Realutopien. Das ist vom Verein Reinventing Society. Unglaublich inspirierende Arbeit, die die machen. Innovation und Wandel beginnt im Kopf. Und ihr kennt es vielleicht, der Kopf spielt gerne so den rationalen Zweifler, ja? Zu sagen, das ist doch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, oder bringt's das überhaupt noch, bevor die Welt dann eh den Bach runtergeht? Vielleicht ist das auch schon mal aufgefallen, gerade beim Klimawandel. Die gleichen Leute, die gestern noch gesagt haben, Klimaerwärmung gibt's nicht, die sagen heute, ach so, naja, jetzt ist eh zu spät. Das 1,5-Grad-Ziel von Paris, das erreichen wir sowieso nicht mehr. Und es läuft ohnehin alles auf eine riesige Naturkatastrophe raus. Und soziale Tumulte, darauf müssen wir uns einfach einstellen. Jetzt ist es nicht mehr zu schaffen, dann brauchen wir jetzt auch nichts ändern. Aber fragen wir doch mal die Wissenschaft. Die sagt nämlich, wenn man sie fragt, geht's noch? Ja. Der 6. Sachstandsbericht vom Weltklimarat hat gezeigt, durch die Reduktion der weltweiten Treibhausgasemissionen ist es möglich, die globale Erderwärmung bis 2100 auf 1,4 Grad zu begrenzen und die Durchschnittstemperaturen nach 2100 sogar wieder absinken zu lassen. Wie kann das funktionieren? Auch das zeigen uns Untersuchungen und Studien. Wir können zum Beispiel bis 2035 schon Deutschland klimaneutral machen durch mehr Tempo im Strukturwandel. Also es braucht dafür eine Verkehrswende, es braucht mehr Energie aus Wind und Solar und eine motivierende Wirtschaft, einen motivierenden CO2-Preis, Kreislaufwirtschaft, dass dann entsprechend die Lenkungswirkung funktioniert. Es ist also möglich. Und es verbessert vor allen Dingen, das müssen wir auch sehen, direkt unser Leben. Denn ja, wir müssen auf viel verzichten dafür. Vor allen Dingen auf viele Tote und Kranke. Ja? Also wenn Sie sich mal anschauen, es gibt Studien zur planetaren Gesundheit und die zeigen, wenn wir die Pariser Klimaziele bis 2040 erreichen, dann verzichten wir. Wir verzichten auf 1,2 Millionen Tote durch Luftverschmutzung, 1,2 Millionen Tote durch Bewegungsmangel und 6 Millionen Tote durch schlechte Ernährung. Das können wir einfach uns sparen, denn wir regenerieren die Gesundheit und uns selber und den Planeten. Klimaschutz ist am Ende Gesundheitsschutz, genauso wie Naturschutz. Und der lohnt sich auch. Wenn wir uns anschauen, auch
die Renaturierung oder die Ecosystem Restoration, warum haben die Vereinten Nationen dieses Jahrzehnt, in dem wir jetzt sind, ausgerufen als UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen mittels regenerativer Praktiken? Das liegt daran, weil es absolut sinnvoll ist und es haben 140 Länder und viele Unternehmen schon zugesagt, sie wollen jetzt 1 Milliarde Hektar an Ökosystemen bis 2030 renaturieren. Und das ist eine Fläche, die ist so groß, sie ist größer als China. Und diese gesunden Ökosysteme sind in der Lage, uns auch beim Klimaschutz zu helfen, weil die Aufnahmekapazität der gesunden Ökosysteme beträgt 50% dessen, was wir an Treibhausgasen ausstoßen. Das heißt, wir könnten ziemlich kosteneffizient eine Klimaschutzmaßnahme machen und damit 1/3 aller nötigen Einsparungen generieren, wenn wir einfach renaturieren. Und das bringt erstens jede Menge CO2-Einsparung. Die können quasi aus der Atmosphäre damit entfernt werden. 13 bis 26 Gigatonnen. Und auf der anderen Seite auch ein wirtschaftliches Potenzial, weil es einen zusätzlichen Wert von 9 Billionen US-Dollar schaffen kann. Also die Quintessenz daraus ist vor allen Dingen, dass es sich lohnt zu investieren, statt nichts zu machen. Denn der Nutzen der Wiederherstellung von Ökosystemen übersteigt die Kosten der ursprünglichen Investition um das 9-fache, während die Kosten der Untätigkeit mindestens 3-mal so hoch sind wie die ursprüngliche Investition für regenerative Praktiken. So, wie kann die Wirtschaft dieses Potenzial heben, ist natürlich die Frage. Was ist denn eine regenerative Wirtschaft? Eine regenerative Wirtschaft ist ein Kreislaufwirtschaftssystem, das die Ressourcen der Erde regeneriert, anstatt sie zu verbrauchen oder unbrauchbar zu machen. Und man kann sich vorstellen, dieser Handlungsspielraum der regenerativen Wirtschaft bewegt sich innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen, also geht nicht darüber hinaus. Aber er schützt damit vor allen Dingen unseren Handlungsspielraum als Gesellschaft, weil wir als Gesellschaft dann profitieren von den verschiedenen Leistungen gesunder Ökosysteme, die Bodenfruchtbarkeit, gesunde Nahrungsmittel, die nährstoffreich sind. Aber auch, dass die Kreisläufe stabil sind, wie zum Beispiel das Klima. Und damit schützt es uns eben auch vor Naturkatastrophen und Extremwetterereignissen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Sustainable Business und Regenerative Business? Naja, Innovation ist langweilig, wenn sie die Welt nicht besser macht. Und Leadership im 21. Jahrhundert bedeutet, zu wissen, dass Nachhaltigkeit nicht mehr reicht. Nachhaltigkeit heißt ja nur, so viele Bäume fällen in einem Jahr, wie nachwachsen können, möglichst wenig Schaden anrichten. Aber das reicht nicht mehr, weil wir schon so viel zerstört haben. Wir müssten jetzt jährlich ein Plus erwirtschaften, um die Leistung zu bekommen, die die Umwelt bisher kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, sustainable nachhaltig steht für erhalten, das ist gut, wichtig, aber erst wer repariert und heilt, was zerstört ist, schafft echte Mehrwerte für die Zukunft und das ist Regenerative Business. Weil der managt dann den Status quo nicht nur und versucht weniger schlecht zu sein, sondern wirklich regenerierend. Und so ähnlich sehen wir das gerade auch auf EU-Ebene, was die EU da macht mit nachhaltigen Investments, ist einfach nur ein bisschen weniger schlecht, ja, diese Environment Social Governance Kriterien zugrunde zu legen. Bei Impact Investments dagegen geht es wirklich um Wirkung, zum Beispiel bestimmte Mikrofinanzfonds, die wirklich die Situation der Ärmsten dann verbessern. Und für eine gute Zukunft reicht es eben nicht, als Unternehmen nur die Schadschöpfung zu senken, sondern eine gute Zukunft verlangt von uns, dass wir auf allen Ebenen echte Wertschöpfung steigern, ökologisch, sozial und ökonomisch. Und natürlich ist die Frage, wie können Unternehmen dazu beitragen? Das erste ist mal anpacken, was scheinbar nicht geht. Das hier ist ein Unternehmer, mit dem ich seit 2015 zusammenarbeite, Dr. Hans-Dietrich Reckhaus. Und er ist der geschäftsführende Gesellschafter dieses Unternehmens, eines Chemieunternehmens, nennt sich aber lieber transformierender Gesellschafter. Warum? Weil er das Geschäftsmodell seines Unternehmens auf den Kopf stellt, nämlich vom Hersteller chemischer Produkte gegen Insekten zum Anbieter ökologischer Dienstleistungen für Insekten. Und dafür hat er die Initiative Insect Respect ins Leben gerufen und sagt, der ganze Biozidmarkt ist eigentlich sinnlos. Wir müssen ihn zurückdrängen, denn wir brauchen die Insekten. Und dafür braucht es für uns als Firma eine neue Art, Geld zu verdienen. Wie könnte das funktionieren? Er hat für sich den Weg gefunden, wir entsiegeln und begrünen Flächen, schaffen bei Unternehmen insektenfreundliche Lebensräume auf Dächern, auf Firmengeländen
und wir tun was gegen das Insektensterben für mehr Biodiversität. Damit bringt er die ganze Branche zum Aufhorchen und hat vor allen Dingen auch Handelsunternehmen zum Umdenken gebracht, weil DM, Aldi, Rossmann jetzt Insect Respect mit ihren Eigenmarken verbinden. Und Reckhaus sagt einfach, unsere Leistungen sollen mehr Nutzen stiften als Schaden anrichten. Was kann man noch dafür machen? Man kann Kreisläufe fördern. Um mir das anzusehen, war ich auf dem brandenburgischen Landwirtschaftsbetrieb Gut und Böse, die dort denkbar schlechte Bedingungen für gute Landwirtschaft haben, weil in Brandenburg wird es immer trockener. Und das Team dort arbeitet aber an wunderbaren, echten Innovationen, um eine klimaresiliente Landwirtschaft in dieser trockenen Region zu ermöglichen. Und ihr Geschäftsführer, hier vorne rechts, der Benedikt Bösel, der ist auch im Think Tank 30 von Club of Rome und er ist gerade zum Landwirt des Jahres ausgezeichnet worden. Sein Ansatz ist einfach, regenerative Landwirtschaft heißt Multifunktionalität. Ich nutze eine Fläche nicht nur für ein was, sondern ich nutze die synergetischen Beziehungen zwischen Tieren, Bäumen, Pflanzen, eine syntropische Landwirtschaft, um den Boden wieder aufzubauen, uns vor Erosion, Dürre, aber auch starken Niederschlägen zu schützen. Das mache ich einerseits durch Agroforst, also Ackerbau und Bäume miteinander kombinieren, damit die sich gegenseitig nutzen, und mit ganzheitlichem Weidemanagement. Das finde ich ganz spannend, weil ihr habt es sicherlich immer wieder gehört, die Kühe, die pupsen uns das Klima kaputt. Aber Kühe können klimapositiv wirken und das zeigt der Hof von Gut und Bösel, wenn sie nämlich jeden Tag bewegt werden. So wie das ja in der Natur auch bei einer Bisonherde passiert, wenn die von Raubtieren getrieben werden, dann fressen die Rinder das Gras nicht ganz ab bis zum Boden, sondern nur 50% der Biomasse. Und die Gräser, die sind dann trotzdem total geschockt und reagieren mit ganz verstärktem Wurzelwachstum. Das regt wiederum das Bodenleben an und bindet sehr viel CO2 und Kohlenstoff im Boden. So wird die Kuh sogar noch zum Klimaschützer. Was man auch machen kann, zu sagen, wir haben eine Lieferkette, jedes Unternehmen hat eine Lieferkette. Was passiert denn da und wie können wir das regenerativ aufstellen? Das macht zum Beispiel der Kosmetikhersteller Lush. Die beziehen ihre Rohstoffe aus regenerativem Anbau und unterstützen Polykulturfarmen und deren Nachbarn dabei umzustellen, zahlen faire Preise und verbinden sie auch zu anderen Abnehmern, um dann keine Abhängigkeiten zu schaffen, weil das ist auch noch ein wichtiges Thema, um sozial regenerativ zu sein. Und sie inspirieren mit dem Lush Spring Preis wirklich wunderbare Beispiele sichtbar zu machen, die natürliche und soziale Umgebungen wiederbeleben. Letztendlich geht es darum, zu sagen, hey, wir Menschen, wir haben eine wunderbare Fähigkeit, wir können Stapelkrisen zu Stapellösungen machen. Und das passiert in der Initiative Generation Restoration, die ich gegründet habe, nämlich zu fragen, was, wenn wir diese regenerativen Ansätze dort nutzen, wo die Hoffnung scheinbar am kleinsten ist, also in Flüchtlingscamps, wo Menschen alles verloren haben. Und Ecosystem Restoration Projekte, wie zum Beispiel Permakulturansätze, verbessern dort nicht nur die Ernährungssicherheit der Menschen, die Selbstversorgung, sondern auch die Fähigkeiten der Geflüchteten und damit ihre Beschäftigungsmöglichkeiten, auch ihre, ja, letztendlich ihre Jobskills. Und das stärkt vor allem eins, nämlich die Hoffnung in die Zukunft, zu sagen, in meinem Heimatland oder in meinem Zielland kann ich dann aktiv selber gestalten, anstatt erneut in eine Spirale der Abhängigkeit zu geraten. Und das ist nicht nur für Geflüchtete eine wichtige Erfahrung, die aus dem regenerativen Handeln entsteht, sondern auch für uns alle, die Selbstermächtigung. Das tiefe Wissen, ich mache den Unterschied, ich kann was bewegen. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, ich bin kein großer Firmenlenker, gilt natürlich, kann ja noch werden. Und bis dahin, hier mal drei Tipps für regeneratives Arbeiten, wo man echt sagen muss, das kann ja jeder. Das können auch Sie und das kann auch ich. Nämlich erstens mal umstellen. Sie haben eine Suchmaschine, mit der suchen Sie täglich. Nutzen Sie dazu Ecosia, die kann beim Suchen Bäume pflanzen. Ist noch dazu ein unverkäufliches Unternehmen, das inzwischen sozusagen sich selbst gehört und nur dem Zweck wirklich aufzuforsten. Das zweite ist, mal erleben, nämlich in Ecosystem Restoration Camps. Dort kann jeder mitmachen, reparieren und heilen, mal selber erleben und wunderbare Menschen kennenlernen. Ich war im Mai hier in Frankreich dabei, habe dieses Foto dort geschossen. Und es ist eine internationale Bewegung von Menschen, die daran arbeiten, Ökosysteme zu reparieren. Davon gibt es im Moment 43 solcher Camps in der ganzen Welt. Und man muss einfach sagen, das macht Spaß, das bereichert, es bringt viel. Und es legt vor allen Dingen den Fokus auf das Positive, auf das, was man anpacken kann. Ja, und schließlich kann jede und jeder öfter mal aufblicken und sich fragen, was mache ich hier eigentlich?
Ja, so viel Gestaltungsmacht hat jeder und ich wünsche allen, die jetzt zusehen, ein gutes Händchen bei der Nutzung ihres eigenen Einflusses.